Es gibt keinen Weg zum Glück. Glücklich sein ist der Weg. Buddha. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselfs, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Wer liebt es nicht, seine Haare, wenn er im Urlaub ist, am Meer, am Strand, durch die Meeresluft, das Salz in den Haaren, ganz natürliche Wellen. Das kannst du auch zu Hause haben, und zwar mit dem Mermaid Salz Spray. Ganz easy und einfach zu Hause nachgemacht, mit einer 150 ml Glassprühflasche, warmes Wasser, ein Teelöffel feinkörniges Meersalz, ein Esslöffel fraktioniertes Kokosöl und jeweils 10 Tropfen Lavendel, Grapefrucht und Rosmarin. Ganz einfach das Wasser mit dem Salz mischen, die restlichen Zutaten hinzufügen, Verschluss draufschrauben, gut schütteln, damit alles sich vermischt und einfach in das Handtuch trockene Haar einsprühen und so erhältst du ganz wundervolle, weiche, Urlaubs-Feelings-mäßige Wellen. Ganz viel Freude damit. Passend zu der Jahreszeit ein ganz wundervolles Rezept, ganz leicht nachgemacht. Und ja, falls auch du ein Rezept für uns hast, dann schick es uns sehr gerne an aromalogie.podcast@gmail.com. Wir packen es in eine unserer Folgen rein und als Dankeschön bekommst du von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. Und in diesem Sinne, ganz viel Freude mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie. Und es ist schon wieder ein neuer Monat und der Monat Juni. Also im Monat Juni werden wir uns mit dem Öl des Monats Lemongrass oder Zitronengras beschäftigen. Und ja, wir sind immer erstaunt, dass wir das noch nicht hatten als Öl des Monats, weil wir das beide sehr lieben. Und was Zitronengras ist, was du damit machen kannst, das erfährst du jetzt. Ja, hallo auch von mir, ein herzliches Hallo. Falls du Zitronengras zu Hause hast, öffne die Flasche, atme tief ein. Es ist einfach herrlich. Es riecht so gut, frisch, leicht, bisschen süßlich. Und für mich erinnert es immer an Urlaub, an sauber, an rein, an Spa. Denn Tatsache, in sehr, sehr vielen Resorts, in denen wir unterwegs sind, wird ganz viel Zitronengras verwendet. Nicht nur, weil Insekten Zitronengras nicht so sehr mögen, sondern einfach, weil es unwahrscheinlich gute Reinigungseffekte hat. Also vor allen Dingen auch energetisch und so. Und das macht den Raum ganz wundervoll. Und das Erste, worüber ich direkt sprechen möchte, weil Carla das im Vorgespräch so sagte, so, ja, Zitronengras, wir müssen es ja unbedingt erwähnen, weil Zitronengras ja kein Zitrusöl ist, sondern es wirklich ein Gras ist und ganz oft verwechselt wird auch mit Zitronella oder gleichgesetzt wird mit Zitronella. Nichtsdestotrotz sind das zwei, die kommen zwar aus der gleichen Familie, also aus der Familie der Süßgräser, jedoch, wenn man sich den lateinischen Namen anguckt, ist der ein bisschen anders. Und der Ursprungsname, also Kympopogon, immer wieder schwer auszusprechen, ist der gleiche. Allerdings ist Zitronengras dann Plexousus und Zitronella ist Nadus. Und das finde ich ganz spannend. Denn der botanische Name an sich sagt schon ganz, ganz viel darüber aus. Denn der Ursprung kommt von Kympo, kommt von der Übersetzung Boot oder Kumbe für Boot, weil es eben von der Form her so aussieht. Und Pogon steht für Bart, das Wort Bart aus dem Griechischen. Denn wenn man sich Zitronengras anschaut,
dann hat das so ganz viele dichte Ähren und das erinnert eher an ein Bad. Ja. Stoppeln. Ja, gar nicht mal wie stoppeln, wenn man sich das so wirklich anguckt, ist das so, länger, ist schon so ganz lang und sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde auch in Gärten und so ganz toll. Und wahrscheinlich kennen die meisten Leute Zitronengras eher auch aus der Küche. Also um damit gerade asiatische Gerichte und sowas und so Suppen und so zu kochen. Da gibt es nämlich dann noch eine dritte Art der Zitronengräser oder der Süßgräser und das ist Chang Mao. Das ist dann Kymbopogon Citratus. Wir fragen das nachher ab. Genau. Muss man sich natürlich nicht merken. Nichtsdestotrotz ist das, womit wir kochen. Also das Zitronella, was wir nutzen bei Insekten und sowas, ist nochmal ein anderes als das Zitronengras, mit dem wir eigentlich kochen. Das fand ich ganz spannend. Ja. Ursprung der Pflanze ist Indien, China oder auch Lateinamerika. Und bereits vor über 4000 Jahren wurde es gerade im Ayurveda und so auch schon sehr geschätzt, eben als Heilkraut auch. Unter anderem für den Darm ganz wundervoll eingesetzt. Und auch zum Entspannen. Ja. Und macht eher so, eben wie ich es am Anfang schon gesagt habe, munter, wach, energetisierend und ist sehr angenehm. Ja, also ich habe tatsächlich den ersten Kontakt mit Lemongrass auch gehabt, wo du gerade gesagt hast, nämlich in der asiatischen Küche. Das kannte das vorher nicht. Das erste Lemongrass-Ölfläschchen ist hier eingezogen. Ich glaube, das war bei irgendeiner Promo dabei. Ich hätte mir das so nie bestellt. Das war irgendwie nicht so, keine Ahnung, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Hat mich auch gar nicht so sehr interessiert. Mittlerweile habe ich sogar zwei, glaube ich, hier stehen, die echt, also ich mag halt einfach auch diesen Geruch. Du hast vorhin schon gesagt, es riecht frisch, aber es riecht nicht wie Zitrone und trotzdem ein bisschen zitrusähnlich. Also es hat einen ganz eigenen Geruch. Und wenn wir, du hast jetzt schon ganz, ganz viel gesagt, ne, so zur Art und wo es herkommt und so, was ich auch immer wichtig finde, bei jedem Öl natürlich, was hat es für eine emotionale Wirkung? Wir werden ja nicht müde zu sagen, dass es über unseren olfaktorischen Sinn spricht, direkt über deine Nase, über deinen Geruchssinn. Der kürzeste Weg ist in dein limbisches System, also der kürzeste Weg in den Sitz deiner Emotionen in deinem Gehirn. Und in ein Öl oder eben ein Geruch eines ätherischen Öls hat sofort eine Wirkung. Also wenn du an einem Baumöl riechst, hat das eine andere emotionale Wirkung als jetzt zum Beispiel an Zitronengras. Und Zitronengras, vielleicht hast du die gehört, wir hoffen natürlich, dass du sie gehört hast, und zur Folgen zum Motivkompass, also zu Ölen und Emotionen, war ja auch, ich glaube, vierteiler. Und vielleicht erinnerst du dich da, es gibt dort im Emotionscoaching das gelbe Feld. Das gelbe Feld steht für Inspiration, für Leichtigkeit, für die Sachen wie Abenteuer, Lebenslust, Freude und solche Geschichten. Und Melli hat ja gerade auch schon so schön gesagt, es erinnert sie immer so an Spa und Urlaub und Sonne irgendwie auch. Und emotional gesehen ist dieser Bereich eben das, was du mit zum Beispiel Zitronengras unterstützen kannst. Also wenn du dazu neigst, dass es dir vielleicht, dass du mal in so einem emotionalen Tief hängst, dass du mal vielleicht auch ein bisschen trauriger bist oder ein bisschen lethargischer oder so, dann sind gerade Zitronengras super cool. Also in den Handflächen geben, bewusst einatmen, in Diffuser packen, einfach um deine Stimmung wieder anzuheben. Und was ich auch ganz geil fand, Melli, war, dass du gesagt hast, wie war es für Leute mit Hordungsbedürfnis oder mit Hortungstendenzen? Mit Hortungstendenzen. Also es sind eigentlich ja, wir sagen das jetzt einfach so, die Lumpensammler, ja. Also wenn du dich von Sachen nicht trennen kannst, wenn du jede Menge Krempel irgendwie zu Hause bei dir rumfliegen hast, den du sowieso nicht mehr benutzt, aber es dir schwerfällt, den loszulassen und wegzugeben oder wegzuschmeißen, dann ist gerade Zitronengras auch ein super Öl, das ich da emotional unterstützen kann. Also Sachen loszulassen, auch Materielles einfach loszulassen, auszumisten, weiterzugehen und deiner Hortungstendenz ein bisschen Luft zu machen.
Genau, und du sagst so schön, Luft zu machen. Also auch, wenn man das einatmet, merkt man auch direkt, unsere Atemwege lieben es einfach. Ja, für die Nebenhöhlen ganz, ganz wundervoll. Und auch unter anderem Sehnen und Bänder lieben dieses Öl. Unsere Haut liebt auch dieses Öl, unser Bindegewebe liebt dieses Öl. Also das so am Rande als Tipps und Tricks so noch, wie man das Öl auch verwenden kann. Also auch in einem Massageöl, ganz, ganz wundervoll. Und ich war mal neugierig und habe auf PubMed geschaut, also dort, wo man auch alle möglichen Studien finden kann. Ich habe fast 500 Studien gefunden, allein nur dadurch, dass ich den lateinischen Namen eingegeben habe. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal zu schauen. Und auch wenn wir uns die Ölmischungen angucken, in denen es enthalten ist, das finde ich auch mal spannend und sagt ja auch ganz viel aus. Bijais, Energy, Inner Child, Purification. Also da alleine, wenn man sich diese vier Ölmischungen anguckt, weiß man schon, wofür Zitronengras alles gut ist. Und ja, im Juni finde ich ein perfektes Öl für das Öl des Monats auf jeden Fall. Ja, also wenn du es noch nicht hast, dann unbedingt besorgen und als erstes in den Diffuser packen und dran riechen. Wir schnuppern hier beide schon die ganze Zeit, wer es auf YouTube sieht. Genau, wenn du noch ganz neu bist mit den Ölen, es noch nicht hast, schau unbedingt in die Shownotes. Wir haben dir ein paar wichtige Infos verlinkt. Da ist auch unsere E-Mail-Adresse. Du kannst dich jederzeit melden. Du kannst immer Fragen stellen und wir freuen uns über Feedback. Feedback und auch wir freuen uns über deine Rezepte. Wir sagen das zwar immer auch, wenn wir unsere Rezepte vorlesen. Nichtsdestotrotz mache ich einfach nochmal einen Aufruf, wer diese Folge hier hört und ein Rezept für uns hat, schickt es uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns riesig darüber. Und als Dankeschön kommst du auch gerne von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne, frohes Schnuppern am Zitronengras und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an. Du möchtest gerne mit den Ölen direkt starten und 24% sparen? Dann schau gleich in die Shownotes. Dort haben wir alles für dich verlinkt. Und zum Schluss noch eine Bitte, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn und hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Bis bald und Oil on!